Hallo, ich bin die Angelika Ulf. Wir sind vom Projekt Bürgerjournalismus der Medienanstalt Rheinland-Pfalz und wir sind heute am 13. April 2024 in Neuwied unterwegs zum Gartenmarkt, der heute und morgen seine Tore geöffnet hat. Wir schauen jetzt mal, wen wir fragen können, wer uns dazu was sagen kann. Ja, jedes Jahr. Jedes Jahr. Jedes Jahr sind wir am Gartenmarkt und das ist sagenhaft mit der schönste hier in Neuwied. Man kennt den in Bendorf, in Koblenz und so weiter, aber hier immer gerne, immer wieder hier. Oh. Sie sehen ja. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Bitte, bitte. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Das herrliche Wetter lädt die Besucher des Gartenmarkts zum Verweilen ein. Die Eiscafés, Bistros und Restaurants, die den Luisenplatz säumen, haben sich darauf eingestellt. Also Fachmann für Rosen, ja, und kommt seit 20 Jahren hier mit unseren über 1000 Sorten und bietet die hier an. Ja. Haben sehr viel Stammkundschaft, die dann jedes Jahr zu uns kommen, weil sie eben so begeistert sind von den Rosen. Also bis jetzt ist es Minerva. Das ist eine stark duftende violette Rose mit ganz starkem Duft und die Farbe, die ist halt absolut irre. Ich kann sie gerade mal holen, ja? Das ist eine Rose von einem belgischen Rosenzüchter. Ja. Und der hat die eben erfunden und die ist halt violett, ganz stark duftend, so also ganz tiefes Violett. Ist gerade, also heute bis jetzt der Renner gewesen. Ne? Wahnsinn. Bin schon fast ausverkauft. So ein Meter ungefähr. Der Neuwieder Gartenmarkt zeichnet sich nicht nur durch seine blumige Farbenpracht aus. Auch wer schöne Dekorationsartikel für Balkon, Terrasse, Garten oder auch für drinnen sucht, wird hier fündig. Holzliebhaber kommen hier ebenso auf ihre Kosten wie Freunde des Metalls und von Korbwaren. Zahlreiche Anbieter, die zum Teil schon seit vielen Jahren auf dem Gartenmarkt vertreten sind, begeistern ihre Kunden mit zeitlos traditionellem, ebenso wie mit den neuesten Deko-Trends. Wie ihr seht, ist auch für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. Nee, ich bin hier seit ungefähr 12 Jahren, 12, 13 Jahren. Und von wo kommen Sie? Ich komme aus Zeil am Main, das liegt zwischen Bamberg und Schweinfurt, also östliches Unterfranken. Ne? Und Sie bleiben jetzt die 2 Tage Wir hier? Ich bin 2 Tage da, ja. Schön. Ja. Das sind ja und ganz ist tolle immer, ja, läuft auch immer gut, super besucht hier. Ne? Ja, ist auch tolles Wetter heute, passt gell? Perfekt. Ne? Unser Besuch kann nur einen kurzen Einblick auf den Neuwieder Gartenmarkt geben, denn es ist vor allem auch das Gefühl, das Emotionale, das mit dem Besuch des Gartenmarkts verbunden ist. Es ist die Farbenpracht der Blumen und Pflanzen, die die Vorfreude auf den Sommer erhöhen. Es sind die Düfte und Gerüche, es sind die schönen Inspirationen und vor allem, es sind die Menschen, die den Gartenmarkt Neuwied 2024 zu einem gelungenen Erlebnis machen.